Ja, schönen guten Abend zusammen. Wildes Wetter zum Ende des langen Wochenendes hier bei mir. Sturm und Regen. Ich hoffe, ihr habt es alle ja, gut heimgeschafft, von was auch immer ihr heute Nachmittag gemacht habt. Ich wollte heute eigentlich ja, eine große Ankündigung in Anführungszeichen machen für meinen eigenen Channel. Leider habe ich da jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Deswegen werden wir heute auch noch, da es sonst arg kurz werden würde, ja, über so das Neueste, die neueste Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, reden. Und das ist mal wieder das Bitcoin-Verbot in Russland dieses Mal. Bitcoin-Verbot hatten wir schon ganz, ganz oft. Es wird da natürlich immer eines der großen Länder diskutiert, also Russland, USA, China. Das sind immer die, wo es hin und her geht und wo es ja mittlerweile wirklich alle paar Monate und Jahre wieder ja, eigentlich im Prinzip genau die exakt gleichen Meldungen gibt. Ansonsten sehe ich auch schon, sind wieder einige Leute schon im Chat unterwegs. Hi Mark, hi Kickstar. Schön, dass ihr auch dabei seid. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal ja, mit der Erklärung in eigener Sache an. Da schalte ich hier jetzt mal kurz auf den Browser. Also, ich wollte etwas Neues bei meinem Channel einführen. Wie ihr vielleicht wisst, einige unterstützen mich da auch, hatte ich jetzt seit ja, mehr als einem Jahr, 2 Jahren fast, Patreon. Und ich bin ganz ehrlich, das hat sich nicht bewährt. Ich hatte das Gefühl, da nicht genug zurückgeben zu können und deswegen werde ich Patreon jetzt zum Ende des Monats einstellen. Warum war das so? Ich denke schlicht und einfach, weil das eine neue Plattform ist. Also Leute, ich muss mir da einen neuen Account machen. Jeder, der CryptoCircle unterstützen will, muss sich da einen neuen Account machen. Und irgendwie ist das alles ein bisschen blöd, weil ich habe auf der Plattform, sage ich mal, normal nichts verloren. Ich habe die vorher nicht genutzt. Und YouTube bittet ja mittlerweile eben auch ja, diese Channel-Kanalmitgliedschaften an. Und da habe ich mich jetzt entschieden, durch die Schritte zu gehen, dass ich diese eben auch anbieten kann. Wie ihr jetzt seht, hier ist ja mein Channel, noch sehen wir da überhaupt nichts. Es war eigentlich mal vorgesehen. Ich habe das auch schon kurzzeitig freigeschaltet, wie man hier sehen kann. Ich hatte einen Screenshot davon, Mitglied werden. Und das ist jetzt auch schon im Prinzip der ganze Trick. Ich wollte noch ein bisschen was überarbeiten, habe das deaktiviert. Dabei hat er alle Einstellungen gelöscht. Ich habe es jetzt wieder soweit, aber es muss von YouTube verifiziert werden. Also, Stand jetzt ist das noch nicht möglich, da jetzt Mitglied zu werden, aber ich gehe davon aus, morgen Abend spätestens ist dieser Button dann aktiv. Da muss man halt einfach auf den YouTube-Channel schauen und oben unterm Banner steht dann da Mitglied werden. Ich werde euch ja dann natürlich auch ein paar Benefits anbieten, wird verschiedene Stufen geben, wenn man das unterstützen möchte. YouTube hat da ja, kennt ihr sicherlich besser als ich von anderen Leuten, die Möglichkeit, dass man hier für die Chats in so einem Livestream dann eigene Emojis hat als Mitglied, dass man so ein Logo neben seinem Namen hat, dass man eben Mitglied bei diesem Channel auch ist. Und ja, schlicht und einfach, da ich zum Beispiel Videos oft schon eine Woche oder 5 Tage im Voraus aufnehme, weil ich das immer am Wochenende machen muss. Und wenn da was am Mittwoch veröffentlicht wird, werde ich halt die Early Access-Funktion zum Beispiel nutzen, dass eben Leute, die Channel-Mitglied sind, das Ganze früher sehen können. Solche Dinge habe ich mir da überlegt. Also wie gesagt, schaut euch das morgen an. Ich denke, das Ganze über YouTube zu machen, macht irgendwie mehr Sinn, da die meisten von euch da schon einen Account haben und ja, ich hier auf der Plattform natürlich auch viel öfter anzutreffen bin. Und wo wir schon bei Plattformen sind, eine Plattform, in der ich leider auch schon lange nicht mehr so aktiv sein konnte, wie ich es gerne wäre, ist Telegram gewesen. Telegram gibt es ja auch den Channel Crypto Circle, war immer unten verlinkt. Ich habe mich entschieden, den Channel, ich will mal sagen, auch abzuwickeln. Also wer jetzt mit mir in Kontakt treten will, der kann auch einfach den Channel vom Crypto Dreieck nutzen. Da bin ich ja auch Mitglied. Der ist ein bisschen lebhafter und da könnt ihr mich eigentlich genauso gut erreichen. Da schaue ich auch jeden Tag rein.
Ja, das sind so die grundlegenden Updates und natürlich noch was ganz, ganz Wichtiges. Da habe ich viel Feedback erhalten. Ja, wahrscheinlich das Wichtigste, das dritte Update zu den Inhalten. Ich habe jetzt aus meinem persönlichen Umfeld von mehreren Leuten gehört, die ja, sich schon seit nicht ganz kurzer, aber halt auch nicht super langer Zeit intensiv mit Kryptowährungen beschäftigen, dass die Videos oft zu anspruchsvoll sind. Das heißt, die Leute sagen dann, ah, war ja irgendwo interessant, aber ich verstehe halt nur die Hälfte. Zum Beispiel bei dem ETH 2.0 Video. Ich glaube, das kann man nicht viel einfacher machen, wenn es einen gewissen Gehalt haben soll. Aber ich habe mir halt gesagt, okay, Bitcoin wird auch gerade wieder sehr, sehr viel diskutiert. Ich werde jetzt halt nochmal so die Einsteigervideos, also wo würde denn ich, wenn ich jetzt einsteigen würde oder mich damit beschäftigen würde, auf welche Seiten würde ich schauen, wo kann man Bitcoin überhaupt kaufen? Diese ganzen super grundlegenden Fragen, einfach damit man ja als Neuling nicht komplett in falsche Hände gerät, weil ja, viele Leute, ihr wisst das ja, also es gibt furchtbar viele Scams da draußen, ja, die ganzen Prism-Bots unter den YouTube-Kommentaren, auch bei mir ganz schlimm. Die haben sicher die einen oder anderen gesehen und wer natürlich in so ein Projekt dann sein Geld steckt, weil er glaubt, das sind ernsthafte Kommentare, der ist arm dran. Also einfach so ab und an auch ein Video, das einen als Neuling in die Hand nimmt und ja, ihr alten Hasen, die jetzt sicher beim Livestream dabei seid, ihr habt da natürlich, sag ich mal, nur insofern was davon, als dass ihr halt mal ein Update habt, okay, was ist offensichtlich sein, ja, Lieblingsexchange, jetzt Stand 2020 gerade. Das sind ja so Sachen, die eigentlich gar nicht mehr zur Sprache kommen. Also ich denke, da hat jeder ein bisschen was davon. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich schon zu unserem, ja, zweiten Thema heute. Und da, naja, das geht so ein bisschen in die Richtung vom Video, das ich erwähnt hatte. Da schaue ich mal kurz, holen wir mal den Browser nochmal dazu. Da war es ja so, ich hatte unter der Woche ein relativ spontanes Video gemacht, wo es darum ging, wie sehr mich das ärgert, dass so reißerisch wirklich, also ohne ein sterbenden Emoji in der Überschrift und 20 Ausrufezeichen und alles in Caps Lock, geht es ja manchmal scheinbar nicht mehr. Und ja, jetzt haben wir vor kurzem wieder so einen Fall gehabt, also relativ frische News, es geht gerade um. Ihr seht das hier, Tweet von Charles Hoskinson. Wem das nichts sagt, das ist der Kopf hinter Cardano, kann man, denke ich, so sagen. Und wir sehen, was er hier zitiert. Ja, wenn der Diktator dich fürchtet, dann gehst du den richtigen Weg. Worum geht's? Angeblich ist es mal wieder soweit, Bitcoin-Verbot in Russland. Bitcoin-Verbot in Russland hatten wir tatsächlich eine Weile nicht. Ich glaube, das letzte Mal war so 2017, 2018, um den Jahreswechsel herum. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, also ist ein paar Jahre her, kann man mal wieder aufwärmen. Und ich habe natürlich ein bisschen geschaut, okay, wo kommt das her? Bitcoin.com, also Roger Veres Seite, die jetzt ja primär Bitcoin Cash promotet, ja, wir sehen das, wie prominent er da steht, ist aber tatsächlich, muss ich sagen, eine relativ gute Seite für englischsprachige Krypto-News. Und das war hier mehr oder weniger der Ursprung, weswegen es jetzt große Wellen schlägt, dass Bitcoin.com das aufgegriffen hat. Wenn wir schauen, was ist passiert, ich denke, es kam im Endeffekt von Russia Today. Und auch hier ein bisschen von Forbes, das war im Endeffekt zeitgleich. Nehmen wir mal an, dass die russische Quelle sozusagen der Ursprung ist, dann war es hier so, ja, kommt man jetzt ins Gefängnis, wenn man Bitcoin kauft in Russland? Dazu muss ich sagen, Russland war jetzt ein Land, das Bitcoin schon sehr, sehr früh auf dem Schirm hatte. Auch die Zentralbank hat das sehr, sehr früh diskutiert, eine eigene nationale Kryptowährung einzuführen. Und naja, das ist natürlich umso leichter, je mehr man den Alternativen schadet. Also Russland war zwar irgendwo relativ kryptofreundlich, hat das Thema zumindest nicht so sehr verschlafen wie das ein oder andere Land,
Aber man hat dann auch schon immer den Hintergedanken, dass man was Eigenes machen will. Und dass jetzt Verbotsgerüchte aufkamen, das hatten wir hier wirklich schon, wie gesagt, sehr, sehr oft. Und mein Problem damit, jetzt auch der Tweet von Charles, der weckt halt so den Eindruck, es würde jetzt Putin automatisch oder dahinter stehen, nur weil was aus Russland kommt, so dass Russland so eine Ein-Mann-Show wie Nordkorea sei. Ganz so schlimm ist es ja nicht, zum Glück. Es gibt ja durchaus ein Parlament, das schon arbeitet in Russland, das ja auf dem Papier auch relativ knappe Mehrheitsverhältnisse immer hat, will ich es mal nennen. Und das ist jetzt einfach ein Vorschlag, ja, jeder von Abgeordneten da eingebracht wurde. Wenn jetzt da Abgeordnete in die Duma was einbringen, das hat ja noch nicht viel zu heißen, möchte ich mal sagen. Also nehmen wir mal Beispiel Deutschland, wenn jetzt nur weil eine Partei, die nicht der Regierung immer angehört, die AfD, die FDP, die Linke, wer auch immer, die bringen sehr oft Anträge ein, aber Gesetz werden die nie. Also ich halte das jetzt hier nach wie vor, ja, für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier in ja, Russland ein komplettes Verbot sehen werden. Wir hatten das schon sehr, sehr, sehr oft. Und ja, es wird nirgends so heiß gegessen wie gekocht, oder wie sagt man da nochmal? Also ihr könnt euch da ja selbst ein bisschen umschauen, aber ich sag mal, aus meiner Sicht ist das ein Thema, das ein bisschen zu Unrecht vielleicht so in den Fokus geraten ist. Prinzipiell ist es aber natürlich so, und deswegen treibt das Thema so viele um, dass wir wohl früher oder später ein Verbot von Bitcoin in vielen Ländern sehen werden. Also davon gehe ich aus. Ich glaube, dazu ist es aber auch immer noch zu früh. Warum ist es noch zu früh? Staaten interessiert jetzt nicht so sehr, dass es ein neues Spekulationsobjekt gibt. Das gibt es immer wieder, mal irgendwelche Trends, ja, wie man so schön sagt, ob da jetzt jemand gerade Tulpenzwiebeln kauft oder Gewerbeimmobilien. Das ist erstmal alles schön und gut. Auch bei Bitcoin fallen ja in den meisten Staaten schon ein bisschen Steuern an, weil die meisten Leute Gewinne versteuern müssen, die sie da erzielen, so wie sie vorgehen. Von da wird das alles mal mitgenommen. Bitcoin wird wirklich erst gefährlich für Staaten, wenn er Momentum als Zahlungsmittel bekommt. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo ich solche Verbotsmeldungen dann auf einmal deutlich ernster nehmen würde. Und bisher war bei den ganzen Verboten, ja, Bitcoin-Verbot in China, das hatten wir auch 2017, dann da ein paar Monate später, wie gesagt, schon mal Russland, dann hatten wir mal die USA, kommt da jetzt das Bitcoin-Verbot, das war dann als Coinbase, glaube ich, erstmals die ganzen Steuerdaten oder die Nutzerdaten an die Steuerbehörde in den USA rausgerückt hat, auch die von nicht-amerikanischen Nutzern damals interessanterweise. Das hat dem Vertrauen in amerikanische Exchanges bis heute schwer geschadet, vollkommen zu Recht. Aber wie gesagt, ich denke, es ist noch viel zu früh. Bitcoin-Verbot, davon sind wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre weg. Wobei es immer schwer zu sagen ist, wie schnell so eine technische Entwicklung dann im Endeffekt geht. So ein Netzwerk wächst ja auf einmal irgendwann explosionsartig. Schaue ich jetzt ein bisschen rein. Na, hallo auch an alle anderen. Marc sagt, nein, bitte bleibt für Fortgeschrittene. Ja, also ich werde jetzt nicht komplett auf Anfängervideos gehen. Das macht keinen Sinn. Ich denke aber, man darf das auch nicht vernachlässigen. Das war ja auch von Anfang an, 2017, erklärtes Ziel von mir, Leuten den Schritt zu erleichtern. Und ja, es gibt alte Videos von mir dazu. Wie mache ich das am besten mit Bitcoin? Aber die sind auch nicht mehr up to date. Also man kann jetzt sagen, ja, das war alles absehbar, aber wir reden ja über eine Zeit, da gab es Binance zum Beispiel noch gar nicht. Und dann hat man da halt in dem Video Coinbase empfohlen. Ja, man hätte auch damals Bitstamp empfehlen können. Aber
hat man dann zum Beispiel Coinbase empfohlen, das habe ich glaube ich mal im Video gemacht, weil es auch einfach sehr simpel zu bedienen ist, damals wirklich noch sehr, sehr einfach war, schnell, unkompliziert, dass man da hinkommt. Und nach dieser Sache, die ich erwähnt habe mit den Steuerdaten bzw. Finanzdaten von den Leuten, ist das dann vielleicht doch nicht mehr so cool. Würde ich heute nicht mehr machen. Also Sachen ändern sich auch im Zeitverlauf. Es wird natürlich immer die Videos geben, die technisch bleiben, wo es um Updates bei Bitcoin, bei ETH, bei Dash auch geht, wenn es da mal was Nennenswertes wieder gibt. Also da will ich dranbleiben, das will ich auch wirklich so erklären, wie es ist und nicht so nach Motto, oh ja, cool, jetzt kommt endlich 2.0 und wenn dann alle sagen, ja, und was heißt das? Und dann die Aussage des Videos nur ist, ja, das heißt To the Moon. Also da werde ich nicht dabei sein, ich will das schon immer noch technisch erklären. Mach dir da keine Sorgen, Marc. So, Lars ist auch wieder da und der Attila, ja, grüß euch. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Ich denke, dann können wir auch zu dem, ich will mal sagen, Live-Chat-Teil übergehen, denn mit meiner, mit meinem Inhalt bin ich fertig, war auch heute wieder nicht so viel. Wie gesagt, habe ich jetzt kurzfristig umgemodelt. Mario sagt, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, auch aus geopolitischer Sicht. Russland ist ein Gegenspieler zu USA und der Dollar dominiert Weltwährungsreserven. Bitcoin kann die Macht des Dollars zumindest teilweise brechen, was der Rubel nicht kann, nie können wird. Ja, richtig. Die Spekulationen da, die man tatsächlich auch in, ja, ich sag jetzt mal Finanzmedien liest, dann da auch den Kommentar spalten. Das ist ganz interessant. Es wird halt seit Jahren so auf die Goldreserven, die China und Russland aufbauen, geschielt. Also Russland hat, glaube ich, jetzt Stand dieses Jahres, dieses Monats, ganz aktuell, quasi keine Dollarreserven mehr, das Land, die Zentralbank. Ich meine noch 1 Milliarde oder so. Und vor der Sache, wo dann die Sanktionen losgingen, gegen Russland waren das, glaube ich, 160, 170 Milliarden Euro Gegenwert oder Dollar. Also man hat da schon signifikant die Reserven abgebaut. Und die Frage ist natürlich, warum macht man das? Man will damit natürlich dem Dollar als Reservewährung irgendwo schaden. Aber was machen diese 100 Milliarden, wenn asiatische Staaten wie China, wie Japan eben auf tausenden Milliarden US-Dollar sitzen als Währungsreserven. China reduziert das viel langsamer, reduziert aber auch seinen Dollaranteil und auffällig ist jetzt halt, dass beide Länder das im Endeffekt mit Gold ersetzt haben. Ja, da wird spekuliert, goldgedeckte chinesische Währung oder so, damit dann den Angriff auf die Weltreservewährung. Aber ich denke auch, ein Weg, gerade für einen schwächeren Staat, der mit der Dollarhegemonie nicht einverstanden ist, der beste Weg ist, sein Gewicht hinter dem Bitcoin zu werfen oder zumindest Bitcoin nicht zu schaden. Attila meint, ich finde, dass du das Thema sehr gut rüberbringst. Und ich kann mich noch an deine älteren Videos erinnern. Du hast viel Potenzial, Newcomern das Thema näher zu bringen. Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Ne? Ich hatte das angesprochen mit diesen Ledger-Videos zum Beispiel. Jeder Newcomer, also ganz, ganz oft, da ich ja auch diese Coachings anbiete, wollen dann Leute irgendwie starten. Die haben eigentlich noch nichts. Alles, was sie dann haben, ist das Buch vom Herrn Hosp und ein Ledger Nano S. Und das ist jetzt wirklich das Standardszenario eigentlich. Und dann ist die Frage, okay, warum denn der Ledger Nano? Weil das jeder sagt, das ist mit Abstand das beste Wallet. Und dann fragt ihr, okay, was ist ein Wallet? Das weiß man noch nicht mal. Also ich hatte jetzt erst kürzlich den ersten Fall im Coaching, ich meine, der Norbert war es, der hatte ein Trezor. Hatte sich aber auch schon viel mehr mit dem Thema beschäftigt, will ich mal sagen, als die meisten. Ja, aber genau das stört mich. Also die Einsteiger-Videos sind alles Videos, oder nicht alle, aber ihr wisst das ja, die meisten, wo probiert wird, halt krampfhaft ein Produkt reinzudrücken. Und ich sag mal, natürlich
ist das okay und das mache ich auch und würde ich auch machen, da bin ich ehrlich, wenn ich jetzt sage, hey, der beste Exchange ist halt einer, der ein schönes Affiliate-Programm hat und da mache ich natürlich auch einen Affiliate-Link rein. Aber im Moment sage ich, der beste Exchange, um als Europäer, wenn ich auf einem anfangen soll und einfach nur Bitcoin kaufen will und wirklich einen Exchange will, wirklich was aus der Kryptowelt will, originäres, dann ist das Bitstamp. Und dann ist mir auch egal, dass die kein Affiliate-Marketing machen. Zumindest nicht mit mir. Und deswegen würde ich zum Beispiel halt einfach mal gern, ich meine, ich besitze verschiedene Hardware-Wallets, man könnte ja einfach mal statt einem Video, wo man den Ledger feiert, eins machen, wo man mal den Trezor daneben hält, den Ledger und so ein Alipal oder so, dann haben die Leute mal drei verschiedene Systeme und vielleicht zeigt man einfach mal auch fairerweise als Alternative ein Software-Wallet. Ein Software-Wallet wird für die meisten Nutzer reichen. Jemand, der sehr in der Öffentlichkeit steht, also wenn ich jetzt jemand wäre, der hier im Livestream oder so, oder auf YouTube-Videos, gibt es ja Leute, die auch ab und an mal ihre Guthaben zeigen auf Wallets oder so, dann wäre mir das natürlich ein bisschen unsicher, aber ich glaube für die meisten Nutzer, Software-Wallet, ein schönes, ein gutes, vollkommen ausreichend. Also bis zu gewissen Beträgen. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn es jetzt nicht gerade so ein Shitcoin-Exchange ist, also auf sowas wie Bitstamp kann ich doch auch ein paar tausend Euro liegen lassen. Ja, da ist ein Risiko dabei. Aber ist es bei meiner Bank auch? Da garantiert mir auch niemand, dass ich da morgen noch an die Kohle rankomme. Niemand. Und jetzt kommt mir keiner mit Einlagensicherung. Ja, diese Exchanges in Europa, die müssen auch eine Banklizenz haben, die sind genauso unter der Einlagensicherung. Die ist bei denen genauso viel wert wie bei jeder anderen Bank auch. Wenn ich nur Bitcoin will, warum nicht Bitwalla? Mit Bitwalla ist mir gelungen. Ja, Lars, da nimmst du was vorweg. Für mich persönlich ist das nicht unbedingt was, aber ich werde Bitwalla tatsächlich vorstellen in dem Video. Das wird, denke ich, das erste oder zweite dieser Einsteiger-Videos sein, die ich mir schon überlegt habe. Und warum? Weil man bei Bitwalla noch wirklich dieses Girokonto-Gefühl hat. Ja, das ist so nah an klassische Bank dran. Das ist einfach wie klassische Bank und es gibt halt auch Bitcoin. Und sind wir ehrlich, für mindestens 50% der Leute wird genau das ausreichend sein. Die werden nie, weiß ich nicht, NIO kaufen wollen oder Cardano oder IOTA, das machen sie dann nur, wenn ja, sie dazu aufgefordert werden in irgendwelchen YouTube-Videos und auf Webseiten, wo dann irgendwelche nicht ganz ernst zu nehmen Leute erzählen, dass bei Bitcoin der Zug schon abgefahren ist und wenn man ja sein Geld in Sicherheit bringt, den neuesten ETH-Token ERC20 kaufen soll. Wobei wir mittlerweile so weit sind, dass sie nicht mehr nur in der Lage sind, Smart Contracts zu copy-pasten, sondern Source Code von irgendwelchen Blockchains neu zu kompilieren und drei Variablen vorher anpassen. Was hältst du von Bison aus Deutschland? Da bin ich ganz ehrlich, Kickstar sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Also wenn ihr Vorschläge habt, was ich mir da anschauen sollte, dass ich mir da ja, aus den Vorschlägen das Beste raussuchen kann. So von dem, was ich jetzt kenne, ist das Bitwala im Moment. Bison notiere ich mir mal. Also für weitere Vorschläge jetzt hier im Live-Chat bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Die Einlagensicherung gilt eh nur für Fiat-Geld, nicht für Krypto. Ja, richtig. Aber ich kann ja auch auf, wie gesagt, ich kann ja auch auf Bitwala oder Bitstamp jetzt 5000 Euro oder Dollar liegen haben. Ist ja kein Problem. Und die Bitcoin, ja. Ich probiere auch in meinem Umfeld das Thema Bitcoin anzusprechen, sagt Attila, zu erklären, dass man mit wenig Kapital sich gegen ein sich auflösendes Finanzsystem wenigstens absichern kann. Ja, ich glaube, das muss die Botschaft sein. Es ist auch mein Gefühl gerade, die zugrunde liegende Skepsis wächst wieder. Also 2017 waren wir in einer ganz anderen
Umgebung. Da war das so, die Wirtschaft hat gefühlt allgemein geboomt, rekordniedrige Arbeitslosenzahlen. Es hieß halt, boah, hier die Aktienkurse schon so und so weit gestiegen und wo soll das noch enden? Und die Immobilien werden immer teurer und jeder hatte mehr Geld, die Einkommen sind gestiegen und dann wurde halt nach neuen innovativen Anlageformen gesucht. Und so kam damals dieses, ja, von ETH getriebene im 2017 oder eigentlich, ja, und dann auch den Bitcoin im späteren Jahresverlauf. Ja, da war da halt so eine Dynamik und diese ICO-Goldgräberstimmung und da haben halt alle probiert, dann da noch schneller Geld zu verdienen. Dieses Mal oder dieses Jahr, jetzt 2020, ist mein Eindruck, dass die, ja, grundlegende Situation einfach anders ist, oder? Also, dass es jetzt nicht irgendwie ein Enthusiasmus ist und wir haben alle zu viel Geld und deswegen packe ich halt was in Bitcoin, sondern genau das Gegenteil. Also, dass so Skepsis, boah, es bricht eine schwere Zeit an. Ja, wenn das nicht schon heute die Wahrnehmung ist, dann in den letzten Jahren. Also, ich glaube, dieses Corona hat da viele Illusionen zerstört, obwohl es ja im Endeffekt gesundheitlich jetzt in Deutschland quasi gar nichts passiert ist, ehrlich gesagt. Aber diese ganzen Einschränkungen und so, und dass man seine liebgewonnenen Freiheiten und seinen, ja, Job oder sein Gehalt einen guten Teil mal von jetzt auf morgen verlieren kann. Und diese komischen Rettungspakete, also wie viele hunderte Milliarden sind da jetzt schon wieder in irgendwelche Sachen gegangen und was kommt da im Endeffekt bei rum? Also da wurde, ich weiß nicht, ob da eine Maßnahme dabei war, ich bin ehrlich, ich habe sie mir nicht alle angeguckt, aber wo ich jetzt sagen würde, wow, das war gut angelegtes Geld. Ja? Und das untergräbt, glaube ich, das Vertrauen. Ich will mal sagen, dieses eigentlich schon komplett unsinnige Verhalten, dass manche, die was zu melden haben, dann einen Tag legen. Aber auf jeden Fall sollte man gerade jetzt, dann denke ich noch mehr als damals, wirklich sagen, ey, sehe Bitcoin einfach als Sicherheit. Na, hast du irgendwas, wenn man jemanden kennt, an das du jetzt auf keinen Fall ran musst in nächster Zeit und wo du dich einfach jetzt gegen Wertverlust, wenn hier so richtig was schief geht wirtschaftlich bei uns im Land oder so absichern willst. Ich denke, das wird in Zukunft das dominierende Thema sein. Ja, und jetzt sagt auch Lars, also ich glaube, ich bin ja ein bisschen zeitversetzt immer unterwegs. Die ich überzeugen konnte, haben das gemacht, um einen Teil ihres Geldes zu sichern. Die haben im Moment mehr Vertrauen in Bitcoin als in den Euro. Ganz genau. Also, ich kann das nur oft genug sagen. Ich habe meine Abschlussarbeit an der Uni über das Eurosystem gemacht. Also die Architektur hinter dem Euro, der Europäischen Währungsunion. Und das ist erschreckend. Also, es gibt keine, ja, eigentlich keine volkswirtschaftliche Schule oder Theorie, die bei dem Ding, so wie es aktuell ist, irgendwelche ökonomischen Vorteile für die Gesamtheit der Staaten sieht. Und selbst das stärkste Argument, also wirtschaftlich, das ist ein politisches Argument, wirtschaftswissenschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn, dass man sagt, Deutschland ist ein Profiteur davon. Ja, sowas wie Theorie optimaler Währungsräume. Die sagt ja, kleine, offene Volkswirtschaften sind die größten Profiteure. Auf Europa gesehen ist Deutschland jetzt weder klein noch sehr offen, tatsächlich, als Wirtschaft. Kleine, offene Volkswirtschaft. Luxemburg. Sowas ist ein großer Profiteur von der Eurozone theoretisch. Und dann kommt halt das Lustige, ja, praktisch nicht mal unbedingt, weil man ein Transfersystem hat, wo wahnsinnig Geld zwischen den Staaten hin und her geschoben hat, gleichzeitig aber natürlich keine einheitliche Fiskalpolitik und nichts. Das heißt, diese Transfers bringen im Endeffekt auch gar nichts, um diese, ja, um diese Union zu stabilisieren. Zwar, Mario, was hast du studiert? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe ziemlich viel studiert, bevor ich da mal angefangen habe zu arbeiten. Ich habe Chemie studiert und dann, ja,
VWL und Politik. Und ja, das hat bei mir halt insbesondere ein starkes Interesse an dieser Architektur des Euro und so weiter gehabt. Irgendwann habe mich halt immer sehr für Geld interessiert. Deswegen landet man dann wahrscheinlich auch bei Bitcoin. Und die Wahrheit bei sowas wie dem Euro ist natürlich, der wurde nie aufgrund von wissenschaftlichen Kriterien eingeführt oder weil man dachte, das ist besser für alle wirtschaftlich. Das war eine rein politisch motivierte Sache von Anfang bis Ende. In jedem Land wurden auch andere Gründe genannt. Wenn man die Wahlplakate damals in den 90ern, wo das heiß war, sieht, die Nationalen, jedes Volk in Europa hat was anderes erzählt bekommen, was ihnen der Euro bringen soll. Also das war schon damals, muss man leider so sagen, alles offensichtliche Lügen. Wie kannst du doch eigentlich, nee, Moment. Wie kannst du eigentlich sagen, der Bitcoin wird verboten, wo ich doch gerade mit dem Mining angefangen habe, sagt Lars. Ja, sage ich doch gar nicht, dass er verboten wird. Also, solange deine Miner jetzt aktuell sind, wird er sicherlich nicht verboten. Und wenn er dann verboten wird, bevor du ein Hardware-Upgrade sowieso hättest machen müssen, ist doch auch alles gut. Aber kannst du mir mal sagen, in groben Zügen, warum du dich jetzt zu einem Mining-Ding entschieden hast, das ist ja vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache. Ansonsten, so, jetzt hat Attila gesagt, ich habe mir mal ein paar Videos aus Ungarn angeschaut, da kommt oft die Frage in den Kommentaren, was hast du studiert oder was qualifiziert dich, über Bitcoin zu reden? Ja, man muss sagen, Bitcoin ist ja tatsächlich sehr divers, muss ich sagen. Also gar nicht so viele Leute haben so einen Technologiehintergrund überhaupt mal gehabt oder überhaupt, nach dem, was ich mitbekommen habe, die da involviert sind. Natürlich sind die wahrscheinlich überrepräsentiert irgendwo. Einfach weil man dann schon früher mit dem Thema, sag ich mal, in Kontakt gekommen ist, in den Fachbereichen und Kreisen, aber Bitcoin im größeren Zusammenhang zu verstehen, also Bitcoin ist jetzt ja kein Informatikprojekt, genauso ist Bitcoin nicht nur ein wirtschaftliches Projekt und genauso ist Bitcoin nicht nur ein politisches Projekt, das ist so ein großes Projekt, dass du einfach Leute aus allen Bereichen brauchst. Und dass auch Leute, denke ich, aus allen Bereichen wir gebrauchen können, die daran mitarbeiten, um das Ding eben endgültig in den Mainstream zu kriegen. Ich habe mittlerweile echt das Gefühl, wir stehen eigentlich richtig, richtig knapp davor. Aber es braucht noch, ja, noch einen großen Push brauchen wir. Aber wenn man sieht, dass Goldman Sachs bei seinem nächsten Investoren-Update, ich schalte das, glaube ich, nochmal zu, das kann so das Letzte sein, was wir uns mal angucken. Da suche ich das gerade mal raus. Die liebe Daniela hat, glaube ich, bei uns beim Krypto-Dreieck da einen super News-Artikel drüber geschrieben. Hier im Blog. Genau. Ist von gestern. Aber ist das nicht wunderbar, wenn man das hier sieht? Wenn Goldman Sachs im Investoren-Update sagt, so Economic Outlook und es geht jetzt hier erstmal schön um die Auswirkungen der aktuellen Geldpolitik, natürlich auch sonst der Politik, also hier ist allgemein Policy, aber primär wird es da garantiert um die Geldpolitik der Fed gehen, aber die Auswirkungen dieser Politik auf Inflation, Gold und den Bitcoin. Ja, da steht nicht Immobilienmarkt. Oder so, das muss man sich mal überlegen. Da steht jetzt hier die Auswirkung auf Inflation, Gold und Bitcoin. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück, finde ich. Und zeigt auch, wie weit man da ist. Ja. Vor ein paar Jahren haben noch CEOs dieser Unternehmen schwer darüber geschimpft und gesagt, Bitcoin ist ein Kinderspielzeug. So Jamie Dimon und Co. waren das, glaube ich. Und jetzt sind wir dabei, dass die in ihrem, ja, in ihren wissenschaftlichen Abteilungen, nennen wir es mal, Analysen erarbeiten, wie Entscheidungen der amerikanischen Zentralbank, was die für einen Einfluss auf den Preis von Bitcoin haben. Also da sieht man schon,
auch wenn gefühlt, wenn man nur auf den Preis guckt, in den letzten Jahren so wenig passiert ist, aber sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung ist Bitcoin noch mal präsenter, als er jemals war, als eben auch Sachen, die einfach im Hintergrund laufen. So, und Lars beantwortet mir meine Frage zum Mining noch. Das machen wir dann, glaube ich, auch als letztes. Dann mache ich hier Schluss. Ich will mir damit ein zusätzliches Einkommen aufbauen, für das ich keine eigene Arbeitsleistung erbringen muss. Außer einrichten, den Online-Status überwachen. Ja, das schöne passive Einkommen. Also wenn du die Voraussetzungen hast, Bitcoin-Mining profitabel zu betreiben, wenn du dann ein Setup hast, auf jeden Fall. Ich sag mal, man tut ja eigentlich auch was Gutes der Sache, ja, dem Bitcoin, und kann da noch finanziell partizipieren. Ist eine super Sache. Wie gesagt, für mich primär dann natürlich der Strompreis dann das große Ding, dass ich das nachhaltig profitabel machen kann. Aber wenn du da an Ort und Stelle bist, wo das machbar ist, wünsche ich dir viel Erfolg und natürlich nicht, dass der Bitcoin verboten wird. Ja, und der Olivier ist auch da und lobt nochmal die Daniela. Die schreibt wirklich fantastische Artikel jeden Tag da bei uns jetzt beim Krypto-Dreieck auf der Webseite. Ihr kennt sie ja sicher aus den Krypto-Dreieck-Talkrunden. Da steht auch am kommenden Wochenende schon die nächste an. Machen wir immer Ende des Monats, um den Monat Revue passieren zu lassen. Seid ihr auch auf jeden Fall dabei. Und ja, schaut dann vielleicht mal morgen Abend, ob ich die Kanalmitgliedschaft hier bei YouTube endlich aktiviert bekommen habe. Noch ist das alles leider in Prüfung, da ich noch was ändern musste und Google das dann reviewt, ob das alles ihren Richtlinien entspricht. Und ich sehe gerade noch, der Marc hat schon ganz zu Anfang, bevor es offiziell losging, geschrieben, seit 2017 mein Lieblings-Krypto-YouTuber und 5 Euro angehängt. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast oder ich die bekommen. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Marc. Euch allen einen schönen Sonntagabend noch. Verbringt die Zeit mit euren Lieben und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.